I understand where each of them are coming from. It's a delicate issue. Yep, das ist es zwar, trotzdem haben wir dafür momentan keine Zeit, Leute. Wir müssen hier unbedingt innerhalb von 30 Minuten, wir haben bereits 9 Minuten fast vergeudet, und müssen wir hier ziemlich schnell vorankommen und so viele Verletzte retten, wie es nur irgendwie geht. Und ein Link gecharged. Du. Yeah, man, so ist es doch fein. Nein, da geht doch mal. Und jetzt weiter im Text, wenn ich bitten darf. Müssen hier noch da ein bisschen weitermachen. Da hat zwar Gegner, hat sonst noch was. Nö, keine Verletzung so. Okay, raus. Und voll ausgetrickst. Komm, steht auf! Dankeschön. Oh verdammt, oh, Hilfe. Der lebt nicht mehr, war. Das war knapp. Das ist bereits der nächste Gegner, natürlich. Wow. Und tschüss. Gut, den hat es auch geschafft. Oh, Hilfe. Den hätte ich jetzt beinahe übersehen. 10 Minuten bereits, beinahe noch 20 Minuten. Noch ein Part von müssen das geschafft haben. Haben, aber so bleibt nicht. Einer meiner stärksten. Aha. Shortcut, er nach oben, Bams. So, mit einer schneller hier voran. Jetzt mal gucken, also da unten geht es irgendwie nicht weiter, war da hat es keine Person, da auch nicht. Schuss mir gerade auf. War da auch keine, Mann! Nö. Die sind auch alle bereits hinüber und Speicherpunkt hier ist kein gutes Zeichen. Der unten haben wir bereits geguckt, war. Nein, Entschuldigung, falscher Zeitpunkt. Der ist bereits hinüber, oder? Ja, leider. Der! Ja, der. Der will. Und nochmal abspeichern und dann. Tja, mal schauen, was es von der Zeit erreicht. Und was noch alles kommen mag. Okay, muss jetzt sowieso rüber. Dort hat's. Pretty attached to Mila, huh? Almost makes me a little jealous. Das ist eine Person eingeklemmt, anscheinend schlecht. Komm ich durch, okay. Die kann ich gar nicht retten. Da unten vielleicht? Jo, da klappt's. Sehr schön. Mutter und Kind. Ach, was gibt es Schöneres? Servus. Das ist ein Item. Okay. Also, in Simon drin hat es wohl keine Person. So wie es aussieht. Nee, nicht mitnehmen. Okay. Und wieder raus. Dann mal gucken. Ja, nehme ich dann den unteren noch. Nach den oberen wieder, wa? Nö. Defense. Hinten komme ich nicht durch. Nee, jetzt echt nichts. Oh! Voll in die Fresse, obwohl ich mich dann betäubt haben war. Jo, aber auch. Oh! Ich wollte Special Move machen, aber hab zu wenig TP. Mann, Mila, stehst du im Weg! Job well done. I prefer medium rare. Und ein Level up für Elvin und Shoot. Sehr geil. Okay, wie geht's jetzt genau weiter? Ihm noch gleich, jo. Das ist ein verrückter Wissenschaftler.
der mir gerade egal ist. Du. So, jetzt bin ich hier. Maxwell? What if I am? I finally found you! Okay. What do you want from me already? Du bist nicht wirklich ein Gegner für uns, Kumpel. Sorry. Mila, was ist los? Mila. Wird Mila irgendwie schwächer oder was? Kein Schimmer, Leute. Get back! Mila, are you okay? He blew himself up. Because of me. Hate is too weak a word to describe Exodus's feelings for Mila. It's her own fault. She didn't finish them off when she had the chance. I'm glad she didn't, at least. Huh? My father is an Olympian. He used to be a member of Exodus. But he fell in love with Ariza Maxian, my mother. Once I was born, he gave up his life as an Exodus agent. Wait, what? Looks like they're on to us. We better move. So does that mean, in my world, I killed Jude and his father when Jude was just a baby? Könnte durchaus sein, wa? Ach du Scheiße. Ah, Mila, Mila, Mila. Na gut, natürlich, so etwas abzusehen ist ja auch schwierig, wa? Also, ich meine, wie willst du etwas wissen? Aber ist halt so, jede Entscheidung hat ihre Konsequenzen. Manchmal sind es gute, manchmal sind es schlechte. Das ist leider immer so. Und nur ganz selten sind es solche Entscheidungen, die man auch so gewollt hat. 20.000 schlecht. So, jetzt auch nichts. Ah, da eine Truhe noch. Käse und Obst. Wäre eigentlich mal so eine Idee, wa? Wieder mal etwas zu schnabulieren. Einfach mittlerweile mit mehr Geld, mehr Elementerz, mehr Erfahrungspunkte, eigentlich mal. Nur ein Kampfdauer, ist ein bisschen kurz. Natronreis, ja, wieso nicht? Mal aufessen. Yummy, yummy, yummy. Die Hälfte der Zeit ist. Oh, man kann mittlerweile sowieso schon mehr als die Hälfte des Boots, sage ich schon, des Schiffs bereits erkundschaftet haben. So sind wir, glaube ich, gut da, dabei. Hoffe zumindest. Alter, ist der Kang groß, ey. You're looking a little pale. Should we take a break? I'm fine. It's nothing. Ich glaube, das spürt langsam die Auswirkungen, war, wenn Mila natürlich, also wenn unser Mila zurückkommt, dann oder halt dann die Pforte zur Hauptdimension klopft, dann könntest du das natürlich schon spüren. Oder ist einfach nur die Angst? Weil man weiß ja, die Psyche kann schon manches Unheil im Körper anrichten. Ah, eine Kiste. Eine ausgewogene Klinge für Mila, Moment. Wenn kommt es direkt mal. Mila. Ah, so jetzt. Nein! Mann! Die Steuerung, die spielt ausgewogene Klinge. Die kennen jetzt sogar aus dem Ding noch, aus dem Intro vom Spiel, müssen wir darauf achten. Ich glaube, es ist das gleiche Schwert. Hat echt einen Hinweis, dass der echte Mila bald zurückkehrt oder halt die falsche Mila mit der richtigen Mila verschmilzt? Ach, ich hab da keine Ahnung. Es gibt so viele Varianten, ey. Das war knapp. Okay, jetzt noch da schräg hinten müssen wir langsam mal durch sein hier. Ah, gut, Kumpel, gibst du uns halt mehr Erfahrungspunkte. Immer noch das Gleiche, das gibt's doch nicht. Hat er eigentlich weiter noch? Nur halt nicht mehr. Der Natronreis, la 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 la. Nein! Oh, rennt direkt auf mich zu. Das war ja klar. Okay, Leute, wieder mal ein Schnellspurt.
Wir rasseln miteinander. Dein Crusher! So, hätten wir also. Da hat es keine Person mehr. Mal gucken, ob doch noch hier drin eine ist. Man könnte theoretisch doch allem sein. Da holt es mich nicht. Im Außendeck. Ein paar Kisten, sagst du doch auch nicht nein. Auch bereits anders. Gummi ist ja doch doof. Ja, kann ich direkt nach irgendwelchen Freunden von uns auffüllen, weil anders Gummi hier zu lassen, wenn ich ein bisschen doof. Wenn er sein soll. Na ja, komm, ich kann mehr brauchen und Mila sowieso. So, dankeschön. Und wieder zurück. Okay, Leute, wir haben soweit alles durch, wa? Vielleicht auch die große Halle drin. Ich hoffe, es ist langsam das Letzte. Nicht nur, weil ich unbedingt wissen will, was mit Mila passiert und so, sondern vor allem, weil, Mann, Mila! Auch in dieser Depri-Mucke. Mit der Depri-Stimme, ey. Und auch, weil, ich langsam wissen will, ob ich alle geredet habe oder nicht. Ich hätte es ein bisschen vor. Zuerst hoch oder was? Okay, du musst von der anderen Seite herkommen. Sind das jetzt bereits das Ende hier oder ist das zentrale Hall oder was? Nö, nicht ganz, könnte aber trotzdem noch etwas sein. Ist aber nix. Servus. Ja, kann ich sagen, wir haben noch genug Zeit, Leute. Steht auf, haben langsam alle, ich ruf's mal. Der ist bereits tot. Das ist doch kacke, Mann. Ausrüstung. Haben wir noch etwas für Luca vielleicht? Der Albtraumhelm, oha. Die Eisengemmer, was denkt ihr für das andere? Das ist auch nicht schön. Das passt schon besser, hat ja nichts mehr. Gut, wie sieht's mit Mila aus? Mila kann lachen, wie die Sonne über Fujiyama. Das ist auch schon eine Weile her. Stiefel, Lederstiefel. Ja, wieso nicht? Geht's mit Vitalität runter für alles andere hoch, das ist doch mal geil. So, wir sind wieder up to date. Also auf der anderen Seite, aha. Ja, oder knapp. Di-di-di-du, da geht's nur zur zentralen Halle, wie ich das mal so schätzen würde. Deswegen gehen wir jetzt trotzdem mal hier runter. Ich hätte aber niemanden, verdammt mich! Oder knapp. Ups, ist er schon. Dem alten Herr der Geister, was? Wir haben dafür eigentlich nicht viel Zeit, Leute. Hübs, wieder weg. Das sieht schon besser aus. Okay, ich kann noch was auffüllen. Da ist ein Gegner, wie es aussieht. Da ist auch noch einer, aber leider. Oh, doch, eine Kiste ist dort unten. Alter! Hallo? Wer, wo ist jetzt? Wo, die Kiste? Ah, ja. 13.000 Gal. Das ist noch etwas für uns. Ich bezweifle es zwar, aber man kann ja nicht wissen. Zitronengummi. Oh, der hat hier alles. Toll. Nehmen wir den noch. Der Sirup kann ja auch nicht schaden, wa? Kann es ja nicht so sein, kann vorbeugen. Ja, wenn ich das früher mal machen würde. Pff, brauchen wir eigentlich nicht. Und so in die Haupthalle, Freunde. Wir haben noch knapp 9 Minuten Zeit, auf dein Reichen. Wow, das ist ganz schnell. Schön schnell. Zweite Halle, okay. Was ist die zweite Halle? Ja, wir haben doch noch mehr zu tun, okay. You don't look so good. Did you get hurt? Oh.
How would you feel if I killed your daddy? Killed my daddy? My daddy can't die. I'm going to Canaan to save him. Daddy can't. I need my daddy. Relax. It's a hypothetical question. It's not real. If it's not real, then why would you ask it? Sorry. Man, Mila, sei das nicht ein Kind? Don't say weird things like that anymore. I'm sorry. I won't. I used to be the Lord of Spirits. And look at me now. Was ist denn dagegen einzuwenden, ein Mensch zu sein? Oder aber L kann ich mir doch gut leiden, weißt du? Being human, huh? That's something I thought I wanted. But from the perspective of humans, I'll always be the former Lord of Spirits. Maybe not. Maybe it was just me hung up on that. Now my wish has come true. And all it took was to erase my world. Hey. I was mocking myself there. Don't worry, that wasn't directed at you. Nein, dann bin ich ja froh. Okay, und sind auch noch ein paar Gegner, aber sonst sehe ich ja gerade nichts. Das hier. Hm. Du. So, dankeschön. Geht halt der Base over mal. Okay, jetzt ist der liegt noch da. Jetzt sonst niemand mehr, war. Nö, sehe auch nichts mehr. Aber hier oben, da geht es weiter. Du. Langsam, ich muss langsam mal. Ja, okay, dankeschön. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Jetzt wird es richtig, richtig spannend hier. Mal gucken, was er noch machen kann. Ein Hartmantel. Oder was war das gerade? Etwas anderes, war. Der Runenpanzer, genau. Aber die Initiative, jo, kann man gut gebrauchen. So. Hier hat es wohl nichts mehr, so wie es aussieht. Man kann nie so genau sicher sein. Nö, hier hat es auch nichts mehr. Oh, ich wollte gerade rennen. Rennen wie die Hennen, aber irgendwie ging das nichts. Wurde nichts raus. Du. Da bin ich hinter dir. Wow! Was ich schon von mir wollte. Boah, toll vergiftet, dankeschön. Danke, Jude. Aua. Ja, danke, Mila, ich mach schon. Ach ja, Luca und Mila sind echt ein klasse Team. So, Freunde, aber Schluss mit lustig. Ab in die Haupthalle. Und, ah, okay, Mittelsteak von mir aus. Also, warum geht's bereits weiter? Und der Part ist eigentlich auch schon fast vorbei, wa? Obwohl, eine Minute hätten wir eigentlich noch. Die Frage ist, mache ich jetzt ein bisschen kürzer, sage ich mir? Ja, komm, wir können es trotzdem lang gucken noch. Ja, wir werden wahrscheinlich Hostage haben, also prepare yourself. Das ist auch nichts, du Typi? Hä? Haben die reinen Leute abgeschlachtet? Ein Monster, das klingt gerade unbedingt nach dem, was ich. Ich hatte Vermutung, was sein könnte. Ich hab da eine Vermutung. Oh, kann ich mal aufmachen. Dankeschön. Windkrönchen. Und eine Umkehrpuppe. Auch nicht schlecht. Alles klar, Leute, wenn man sagen, das war's mal für heute hier bei Tales of Xillia 2. Ich weiß, ein bisschen fies und so, fieser Cliffhanger. Doch wir müssen nächstes Mal weitergehen mit diesem Monster, wie es aussieht. Das erfahren wir dann im nächsten Part, dem ich hier noch das Krönchen angelegt habe. Dass ihr ja so gut steht. So, jetzt abspeichern und dann im nächsten Part geht es hier weiter bei Tales of Xillia 2. Bis dahin, ciao zusammen.